Guten Tag und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge DayZ. In der letzten Folge haben wir uns durch diese schöne kleine Stadt durchgeknufft, schön am Rande vorbeigeschlängelt, haben einen LKW gefunden, war das in der letzten Folge? Ja, ich glaube schon. Und ja, diese Folge schlängeln wir uns weiter voran. Unser Ziel ist die, wie will ich sagen, die Gefängnisinsel. Die hat sich ja umgebaut. Also es sollte jetzt einfacher sein. Laut dem Bild, wir haben es ja schon gesehen. Das sind jetzt viele kleine Inseln dazwischen. Meiner Erinnerung waren da keine. Und ja, deswegen setzen wir hier mal die Reise fort. Wir haben Hunger wie Sau. Wir müssen direkt eigentlich was kochen und essen. Oh, die nehmen wir mal mit. Direkt was kochen und essen. Ah ja, wir haben ja den Honig gefunden. Das heißt, wir schlawinern uns den erstmal rein. Beziehungsweise den Pilz kann man auch schon mal essen, den Champignon. Kriegen wir erstmal das Essen hier los. Weil uns fehlt ja immer noch ein Feuerzeug. Oder dass wir mal einen Ofen in ein Haus finden, weil da gibt es ja auch ein paar, mit dem man kochen kann. Habe ich zwar, muss ich ehrlich sagen, auch noch nie gemacht. Aber geht auch. Gut, hier essen wir auch noch mal ein bisschen Honig rein. Knuspriger Honig. So, mal hier so ein gutes Stück. Dann warten wir erstmal, bis sich das auffüllt, bevor es uns wieder schlecht wird. Bauhelm brauchen wir nicht. Und ja, wir marschieren jetzt hier weiter. Hier sollten jetzt noch ein, zwei Hafenanlagen kommen. Und dann Reifenreparaturset. Wir finden schon so Sachen. Ich glaube, das ist ein Zeichen von oben, dass wir uns bald ein Auto holen sollen. Einfach mal mitnehmen. Wir haben noch genug Kapazitäten. Da kann man das mal machen. Aber interessant, dass das hier an der Küste spawnt. Da drüben sind lauter Häuser. Gehen wir mal noch nicht hin. Wir wollen wieder ein bisschen Fortschritt machen, dass wir weiterkommen, nicht dauernd aufgehalten werden. Müssen dann auf jeden Fall auch gleich wieder weiter essen, sobald das Essen wieder runtergeht. Prozentanzeigen wären echt schön. Wenn man das wenigstens ein- und ausschalten könnte. Da hinten seht ihr schon, das ist die Gefängnisinsel. Und hier sind ganz viele kleine Inseln dazwischen. Das war früher nicht. Früher ist man einmal straight rüber geschwommen. Gefängnisinsel, ja, da liegt viel Loot auch rum. Essen auch unter anderem. Militärausrüstung auch. Waffen, alles Mögliche. Wir schauen uns mal wirklich das an. Weil das haben die komplett umgebaut. Und ich so in einer Form eines Let's Plays oder so generell. War ich zuletzt da, als nur Wasser da war. Auf dem Wege, will ich mal sagen. Wir müssen auch gucken wegen der Kälte. Nicht, dass uns da zu kalt wird. Und ja, wie gesagt, auch absolutes Neuland. War jahrelang nicht mehr drüben. Viele Inseln sind dazugekommen. Sogar Wachposten auf den Inseln, das gab es früher auch nicht. Und das schauen wir uns mal an hier. Wasserdichter Rucksack wäre geil, dann bleibt alles trocken, aber unser Inventar ist schon gut voll. USG 45, USG 45 Magazin. Wir können da sogar ein Magazin mal fertig machen. Wir stellen uns mal kurz hier hin. Das können wir sogar mal machen. Was für Munition braucht das hier? Die hier, ne? Das wäre cool, dann hätten wir ein Maschinengewehr. Das ist wieder diese andere. Mehr Kugeln haben wir halt auch nicht. Lohn dann auch eher weniger. Uff, lassen wir das trotzdem mal. Klar, fünf Kugeln wären fünf Kugeln, aber
Halbautomatik. Wie konnte man das umstellen? Volle Automatik, 25 Meter. Ist, glaube ich, okay. Könnte man das dann noch? Nee, das geht nicht. Ich glaube, das geht noch Pistolen. Ja, ziehen wir die einfach mal hier auf die 4. Können ein paar Schüsse ballern und dann ist gut, so doof es klingt. Essen können wir gleich auch nochmal weiter. Dann, was wollte ich hier? Das Magazin noch. Einmal rein. Ist schade, dass wir wirklich, dass unsere Tasche despawned ist. Das ist einfach mal so unglaublich traurig, nervig und 10 Sachen zugleich. Also unsere, unser Code, unsere Weste oder was auch immer das war. Ist wirklich schade, dass das despawned ist. Es gibt schon einen Grund, warum ich zuerst alles ins Neue umschlichte und dann das ausziehe. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass es diesen Bug leider immer noch gibt. Ist nervig. Was auch cool wäre, wäre, wenn wir ein Gewehr hätten, das auch ein bisschen weiter schießt. Ein Entfernungsmesser. Das wäre wahrscheinlich auch eine sehr geile Sache. Weil dann könnte man wirklich umswipsen. Auf wie viel Meter man sich befindet und welche Visiere man potenziell auch verwenden sollte. Und ja. Da drüben ist schon die Insel. Krass. Krass. Das jetzt ist es so einfach gemacht. Ich finde es aber einerseits wirklich gut. Aber ansonsten, man musste immer sehr weit rüber schwimmen. Das hat Energie gekostet wie Sau. Das hat Wärme gekostet wie Sau. Man ist schon eigentlich wirklich erfroren, bis man drüben war. Und dann hatte man noch Pech, wenn der Loot scheiße war. Das sind alles solche, würde ich sagen, dummen Kriterien. Aber jetzt ist das wesentlich einfacher. Wir können uns da wirklich nah ranschlawinern, merke ich hier gerade. Wir müssen echt wenig nur noch schwimmen. Ist geil, ist geil. Finde ich auch. Ist wirklich top. Aber trotzdem, es fehlt irgendwie so. Es gibt ja noch eine so eine abgelegene Insel. Das weiß ich noch, die liegt ein bisschen außerhalb. Da könnte man auch mal hinschauen. Aber da gibt es halt wirklich nichts. Jo, ich glaube, da kommen wir echt weit rüber. Da drüben seht ihr auch Türme, Wachtürme. Auf denen ist auch Loot. Aber wir gehen jetzt erstmal hier ganz gechillt in das Gefängnis. Ich guck mal, dass wir wirklich so nah rüberkommen. Wie möglich, so wenig schwimmen wie möglich. Den Honig, den esse ich mal ganz rein. Dann sind die auch ganz happy. Hier muss man aber auch immer gut aufpassen, weil hier sieht man nicht jeden Schützen aus der Ferne. Die hier, okay, man hätte Munition. 380er haben wir sogar. Das Inventar müssen wir echt sortieren. Das machen wir sobald wir Loot finden. Dann sortieren wir nebenbei alles. Kommt ihr jetzt tiefer? Ah ja, wird schon fröstelig hier. Aber es ist. Also, das ist hier wirklich kein Vergleich. In Form Let's Plays bin ich schon bestimmt 2-3 Mal hier rüber geschwommen. Aber rübergelaufen noch nie. Was ich so alles tut trotzdem. Ich habe nicht gerechnet, dass sich so viel auch an der Map verändert. Oder verändert hat, besser gesagt. Aber wir sind jetzt schon fast drüben und kein Meter geschwommen. Ist geil. Ist wirklich geil. Ich beschwere mich nicht. Ich finde es super.
Vielleicht ein bisschen mehr Schwimmen wäre toll, aber ich finde es super, wir können da einfach komplett rüberlaufen. Wachturm ist leider nichts. Schön langsam runter. Entweder schwimmen wir jetzt die 3 Meter, aber dann sind wir kalt. Oder wir laufen jetzt darüber den Bogen. Und dann hier so rum. Könnte man auch machen, weil da ist... Wäre noch gar seicht. Oder wir schwimmen jetzt gleich hier rüber. Komm, wir schwimmen. Wir schwimmen ein paar Meter. Ich denke, da drüben geht es auch ohne, weil das Schiff ist. Wir beeilen uns mal ganz, ganz fix. Weil ihr seht, das Leben geht direkt runter. Man muss hier ja wirklich einen Thermoanzug anziehen. Im besten Fall. Problem ist, wir sind dann natürlich jetzt komplett nass. Rucksack nass, alles nass. Ist nicht so toll. Aber wir sind ja gleich wieder draußen und sollte uns warm werden. Sogar der Bildschirm wird ein bisschen eisig, merke ich gerade. Komm. Rüber, rüber, rüber. Das heißt aber auch, wenn es wirklich hier ganz seichte Stellen gibt. Schön, uns ist schon wieder warm. Ich denke, da kann man einfach rüberfahren. Auch wenn man dann ein Auto hat. Das wäre schon geil. Aber ich glaube, hier ist dann Schluss. Soweit ich das sehe. Wir schauen erstmal nochmal auf den Turm. Wenn hier nichts sein sollte, loot-technisch, ist es jetzt nicht mehr so ärgerlich wie früher. Davor ist man wirklich... Na, diesen Marathon von da bis vom Ufer bis hierher geschwommen. Und dann hatte man wirklich nichts. Aber so wie ich sehe, ist trotzdem immer noch die Hauptinsel getrennt vom Ufer. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Wenigstens ein Ort, wo man nicht mit dem Auto hinkommt. Hier eine Basis wäre aber auch schon cool mit richtig vielen Spielern. Das wäre schon nice. Ja, ich weiß, eiskalt hier das Wasser. Das Schöne ist, hier ist man aber auch auf seinem eigenen Biom. Da oben sehe ich schon Zombie laufen. Aber wenn man hier schießt, hören das höchstens, allermeistens nur Zombies. Wenn kein anderer Spieler natürlich in der Nähe ist. Aber hier sind schon wieder Türen offen. Hier ist zu. Gefängnis ist immer so eine Sache. Sowas ist als Basis auch immer total klasse, sowas hier. Kann man ja auch zusperren. Wenn man was hat. Da oben ist ein kleiner Zombie. Den schalten wir gleich mal aus. Oh, ein Sträfling. Ah, und wir... Genau, wo kommt ihr denn jetzt alle her? Wir gehen mal kurz ins Haus trotzdem rein. Weil wir bluten. Shit. Bleibst du mal kurz da drin, der andere? Alter. Jetzt müssen wir ein bisschen beeilen. Jetzt verlieren wir ganz sehr schnell Blut. Hoi, 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 hoi. Jetzt wird der Bildschirm schon grau, falls einer merkt. Oh, 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 oh. Da, ich hätte gleich schießen sollen. Das Beil ist halt auch nicht so geil im Nahkampf. Oh mein Gott. Ja, ich weiß, es tut weh, tut weh. Ich habe fast kein Blut mehr. Puh. Jetzt bräuchten wir eigentlich wirklich was zu essen. Ah, haben wir hier irgendein... Nein, wir haben ja unser ganzes Medizinzeug ja verloren.
Ist das traurig. Oh, ich glaube, wir hatten sogar eine Kochsalzlösung oder sowas. Epoxidhart. Den können wir auch wegschmeißen. Ist das ärgerlich. Wir hatten Morphin, alles. Wir haben nichts mehr. Ja, es tut weh. Wir haben sogar keine Tabletten. Das sind wir sogar infiziert. Weitergehen, das bringt nichts. Jetzt durchleben wir hier alles ja, schwarz-weiß. Mit ganz wenig Blut. Zombie lassen wir auch mal da unten eingesperrt. Das Beil ist auch keine geile Nahkampfwaffe. Notfall okay, aber... Chips. Die verknusen wir gleich mal. Dann kriegen wir mehr Blut wieder rein. Ist unser Rucksack noch in Ordnung? Abgenutzt, durchnässt. Was ist der hier? Makellos. Komm, nehmen wir den hier einfach mal mit. Zack, zack, Maske, 1, 2, dann haben wir, sind wir wenigstens auch ein bisschen trocken. Oh, ist das nervig, ihr wisst gar nicht, wie nervig das ist, dass wir unser ganzes Zeug da verloren haben. Und einmal drauf. Gut, hier einmal die Chips oder Salzstangen. Eine Spaten. Kann man mit ihm kämpfen? Hm. Besser als das Beil, aber das Beil brauchen wir auch. Blub. 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 Komm, die Federn brauchen wir nicht. Ich höre hier, glaube ich, einen Huhn außen. Zack. Oder braucht er 3? Ne. Gut, dann machen wir das 1. Ich höre hier einen Huhn. Das können wir potenziell noch kalt machen, das Hühnchen. Da. Elektro-Reparatur-Set. Brauche ich halt nicht. Ja, ich weiß, tut weh, du bist krank. Ah, volle Packung wieder mitgenommen. Beschädigt. Ist nicht dafür gemacht. Ich weiß. Aber alles mitnehmen, was uns Gott hier gibt. So doof es klingt, das können wir dann alles schön durchbraten. Ich glaube, das wäre auch bitter nötig. Ja, auch alle. Feucht. Unten wären Container. Ushanka. Nein. Papier. Papier könnte man mal mitnehmen.
als Zünder vielleicht gebrauchen. Dumm Zombies hier. Ich will jetzt auch nicht in unnötige Nahkämpfe verwickelt werden. Ja, ja, und zu. Gut. Vollhandschuhe. Sehr gut isoliert. Was haben wir? Schwach isoliert. Machen wir hier das da. Das Magazin nehmen wir auch mal mit. Vielleicht finden wir hier noch irgendwas. Rauchgranate. Ah ja, das ist für einen Granatwerfer. Haben wir nicht. Demoliert. Was ist unserer? Demoliert. Und feucht. Wir nehmen den trockenen Demolierten. Das ist gut, die Munition. Sah aus wie eine Tretmine, ne? Uff. Also bis jetzt lohnt sich's nicht. Taktische Unterjacke, was haben wir? Beschädigt, schwach, isoliert. Gut isoliert. Taktische Unterjacke. Das sind zwei verschiedene, okay. Ah, das ist eine amerikanische. Ich sehe das jetzt gerade. Warum ist die jetzt gut isoliert? Ist auch eine amerikanische. Die ist schwach isoliert. Egal, wir brauchen die Wärme. Oh, Pistole mit Schalldämpfer. Kampfstiefel? Demoliert. Ein Fernglas? Auch nicht verkehrt. Wir müssen hier. Ganz ehrlich, der Spaten, der ist. Wir brauchen keinen Spaten. Fernglas nehmen wir mit. Die M-Lok lassen wir hier. Beschädigt. Oh, ist das geil. FX. Haben wir noch eine Batterie? Braucht das eine Batterie? Haben wir eine Batterie? Wahrscheinlich war die auch im Rucksack. Gut, brauchen wir dann also nicht. Aber hier Schalldämpfer alles drauf. Das ist eine Top-Sache. Der ist abgenutzt. Taschenlampe sogar dran. FX. Ist, glaube ich, super schon mal. Bauen wir nicht. Ach man, es ist einfach so traurig, dass wir kein Blut haben. Volantur. Oh, oh. Bitte, 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 lass es gut gehen. Gut. Ja, ja, wow. Das ist gut. Ja, ja. Pistole haben wir nicht. Nehmen wir aber Magazine mit. Mit. Beschädigt. Was sind unsere Schuhe? Die sind noch abgenutzt. Super. Fernglas. Kampfzielvisier. Was ist das für eine welche Waffe?
M4, ne, haben wir nicht. Mach mal kurz hier. Klar, Schiff. Zieh wir uns auch mal weg. Komm. 9x39 mm. Hat mir die nicht gebraucht irgendwann mal? Hauen wir mal da runter. Klack. Marklos. Beschädigt. Dann nehmen wir das Marklose. Zack. Die Munition haben wir nicht. Komm, hier ist Lachs, ganz ehrlich, weg. Im Prinzip die Schrotflinte können wir auch eigentlich mal wirklich getrost wegschmeißen. Ich würde auch sagen, das war es dann auch soweit von dieser, ja, chaotischen Folge Day Z. Wir sind auf der Insel angekommen, haben die erste Hälfte geschafft, die zweite Hälfte ist da hinten und zurückgehen auch noch natürlich wieder. Und in diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao!